Hey Leute und willkommen zurück zu Schein 2, nach wie vor mit dem Spark dabei. Grüß dich, wir dödeln hier so ein bisschen rum und irgendwie, keine Ahnung, hat sich so ereignet, dass wir die ganze zusammen auch nehmen. Ja, ist keine Absicht, passiert eben. Passiert eben, so ganz zufällig und... Sehr schön und ich fange heute, das habe ich mir vorgenommen, mal mit Tinkers Construct an. Das heißt, ich hole mir jetzt das Buch, weil ich das gar nicht alles auswendig kann. Hab 40 Holz, das sollte für den Anfang reichen. Wir brauchen einen Platz, wo wir alle zusammen Tinkers Construct machen können, oder? Es ist blöd, wenn ich jetzt das hier irgendwo in meinen Raum reinklatsche, weil wir brauchen ja alle dieselben Gerätschaften. Ja, schon. Das heißt, wir brauchen einen Tinkers Construct Raum. Ich bin gerade mal dabei, die Farm noch zu erweitern, weil ich brauche mehr Platz. Oh. Lead ja, ich bräuchte jetzt auch mehr Platz. Also das ist jetzt nur mal so halt die Anfangshütte. Ich würde schon sagen, dass man irgendwann sich nochmal ein Haus baut oder so, aber... Ja. Dann klatsche ich einfach den Tinkers Construct hier ins Eck rein. Das reicht ja vom Platz her. Jo. Gut. Ich habe mir da zwar alles durchgelesen im Voraus, aber ich muss trotzdem noch mal ganz kurz reingucken, wie das alles funktioniert. Pattern, Stencil Table, Part Crafter, Pattern Chest. Okay, das kriege ich gerade noch so irgendwie hin. Draußen ist es Nacht und regnet. Ja, das ist, glaube ich, richtig ekelhaft gerade draußen. Ach, wir müssen ja nicht raus. So, das sollte erstmal reichen. 56 Pattern. Ja, das schickt mehr als genug, glaube ich. Ich habe einfach mal draufgeklickt. Das nervt mich immer, dass man immer abzählen muss, wie viel man hat. Also habe ich einfach ganz viele gemacht. Ich habe ja eh genug Holz gerade gesammelt. Das macht nicht mal einen Unterschied. Zack. Auch schon wieder mehr Lagerplatz eigentlich. Ja, ne? Also bei mir ist auch gerade, dadurch, dass Sebasti bei mir auch noch eingekuschelt hat, ist es gerade echt ein schön enges Plätzchen hier. So, Pattern, Stencil, Table, Part Crafter, Pattern Chest, Toolstation fehlt mir noch. Genau, und dann habe ich schon alles, was man für die Basics braucht, fertig. Bist du das da oben? Ja, ich suche gerade ein Bäumchen zum Fällen. Also. Was ist das denn für ein heftiger Endgegner, wie der sich so schnell bewegen kann? Fast. Final Boss Spark. Ich bin der Endgegner vom Scheinprojekt. Wenn du Bescheid ist. Toolstation. Ah, oh, Moment mal. Wenn man eine Crafting Table sich baut und reinlegt, dann gibt es Crafting Station. Das ist interessant, aber das ist nicht die Tool Station, mit der wir eigentlich arbeiten. Nee, das ist die Crafting Station, die ich dir in der vorletzten Folge gezeigt habe. Ja, richtig. Aber die hat nichts mit dem ersten Prozess des Tinkers Construct zu tun. Nö, das ist einfach nur so, just for fun. Ja, das ist ja cool. Okay. Dann erstmal Stencil Table. Ich werde mal wieder von irgendwas gefressen. Ist ja unschön, wenn das gleich am Eingang steht, aber es erfüllt seinen Zweck. Dann haben wir mehr Grund, hier auszuziehen. Part-Builder. Neben dem Part-Builder kommt die Pattern-Chest, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und daneben kommt das Tool-Station. Das bezieht ihren Kram. Nein. Das bezieht seinen Kram auf die... Genau, doch. Habe ich alles richtig gemacht. Dann hänge ich noch ein Schild drüber, dass sich Leute bei mir bedanken dürfen, dass ich das jetzt gebaut habe. Wie unnötig. Jetzt werde ich gerade angerufen. Oh, super optimal. Mutti. Aufgelegt, weggeworfen. Standardreaktion, wenn man beim Aufnehmen ist. Kann die Welt von mir aus untergehen. Ich bin jetzt am Aufnehmen. Passiert ständig. Nimm mich aufs Handy und dann bam, weggeworfen. Wie heißt das, was ich jetzt gerade machen will? Ich wollte den ganzen Baum wegbauen, aber irgendwie glaube ich, dass das ein Fehler ist. Ich bin schon so viele Blöcke über der Erde. Genau das hatte ich gerade auch, wo ich mich gerade so beklagt habe in der letzten Folge. Da hatte ich auch so einen Baum. Musste ich bis zu 20 Dinger hochstacken oder so. Ja, habe ich auch. Oh, ich habe ihn fertig. Construct. So. Dass nicht jemand auf die Idee kommt, dass er noch mehr. Kann man eigentlich mit Deep Iron ein Langschwert herstellen? Ich würde zu gern mir ein Langschwert craften, weil ich das Kämpfen mit Langschwertern ziemlich cool finde. No idea. Wir probieren das einfach Diese aus. Diese Frage müssen Sie sich selbst beantworten.
Soll ich eigentlich einfach mal alle Standstills einfach einmal machen? Kannst du, normalerweise kann man es auch in Dörfern finden. Ich hätte mir die fast schon aus Dörfern gezogen, aber... Ich habe 51 im Inventar, also... Jetzt brauchen wir nicht mehr zu den Dörfern gehen. Das ist, glaube ich, echt... Ich mache mir einfach alle einmal, dann haben wir keine Probleme mehr. Das ist das Tolle, wenn man in einem Wald spawnt. Das ist einfach das Tolle, wenn man in einem... Okay, das eine backt hier. Es backt vor sich hin. Es wird ein schöner Kuchen. Nee, es hat auch funktioniert. Ich hoffe nur, dass dann keiner die Stencils verschlammt, indem er sie rausnimmt und falsch wieder reinsetzt und so weiter. Das würde mich jetzt... Also für alle, die jetzt vielleicht keine Ahnung haben, tut mir leid, wenn ich jetzt in deine Folge ein bisschen reinlabere, aber dann kann ich es wenigstens ein bisschen erklären. Bei dir kennt ja jeder schon den Mod. Das ist ja nicht unbedingt, also es ist viel neues Zeug auch wieder mit drin. Okay, dann versuche ich es so zu erklären, dass man es auch nicht sehen muss, um es zu verstehen. Also Tinker's Construct, die Basics, die ich hier gerade mache, funktionieren so, dass man sich quasi so Formen baut. Und aus diesen Formen kann man dann Waffen oder Werkzeugteile herstellen und mit diesen Werkzeugteilen... Ich dachte, du meintest den Mod, an dem ich gerade dran bin. Achso, das wäre noch schöner, wenn ich das könnte. Und mit diesen Werkzeugteilen kann man dann später sich verrückteste Sachen einfach zusammen craften und ihnen besondere Fähigkeiten geben. Und was ist dein Beispiel, was du da immer gerne bringst? Bei was genau? Bei Tinker's Construct? Ja, mit deinem Auto... Auto-Smell-Pickaxe zum Beispiel, dass du halt Sachen automatisch gleich durchschmilzt und auch Glück drauf hast, dass du halt maximal Zeug rauskriegst. Zum Beispiel. Das ist extrem praktisch und auch sehr stark und das ist auch so eine Sache, auf die ich hinarbeiten würde, wenn es dann soweit ist. Und ich habe jetzt noch 24 Blank Pattern übrig, weil ich mir einfach zu viele gemacht habe. Aber das Tolle ist, daraus kann man auch Bücher machen. Das wüsste ich gar nicht. Da braucht man nämlich kein Leder mehr für. Echt? Ja. Das ist cool. Hat mich gerade überrascht. Ist aber ziemlich cool, weil Leder werden wir nie viel haben, aber so können wir, wir könnten jetzt schon ein Enchantment Table machen. Fällt mir gerade so ein. Ich hab Dias. Sollen wir das vielleicht machen? Sollen wir die Dias dafür verwenden? Weil ich meine, Enchanting auf unsere Rüstung, selbst wenn es nur Level 1 ist, hilft schon viel. Und mit den Büchern können wir direkt Soulbound bekommen, was uns auch später noch sehr viel weiterhelfen könnte. Soulbound ist übrigens ein Enchantment, das dafür sorgt, dass du deine Sachen nicht mehr droppst, wenn du stirbst. Jojo, habe ich auch schon mitgekriegt. Ja, aber für die Zuschauer. Ich will ja ein bisschen was erklären. So. Ja, dann machen wir das doch. Aber oh, verdammt, da gehen ja vielleicht schon wieder 5 Dias weg. Richtig, weil wir noch die... Außer wir schaffen es irgendwie, das Obsidian zerstört zu finden. Ja, yeah, das ist halt das andere Problem. Ich versuche mal, ich guck mal schnell, ob man Obsidian irgendwie herstellen kann. Obsidian... Aus Obsidian Fragments haben wir nicht. Oh, in VAT kann man es herstellen. Das hilft uns. Da brauchen wir keine. Oh, ist ja geil. Das ist Mariculture. Mariculture ist das gerade. Und das ist perfekt. Weil ich glaube, ein Fett herzustellen braucht man nur ein paar Eisen für. Das wäre echt gut. Wäre ich dafür? Gerade nicht. Mariculture. Ich fühle mich gerade echt, dass ich mal ein bisschen Ahnung von diesen dummen Mods habe. Hä? Mariculture. Wieso finde ich das nicht? Du dämliche... Ist eine komische Seele rausgeflogen. Ja, eine Seele ist rausgeflogen. Ich habe eine Seele gekriegt. Cool. Ectoplasm von Random Things. Was kann ich da raus machen? Spirit Binder... Filginto, Spectra Iron. Also Random Things kann man vieles machen. Ich habe schon vorgestellt, aber das ist auch wieder ein neues Zeug, was ich noch nicht mit drin hatte, als ich es vorgestellt habe. In der älteren Version. Ist das nervig hier gerade? Das wäre unsere Lösung. Wir bräuchten, aber ich finde gerade nicht das Rezept dafür. Hat das der Server ausgemacht? Das glaube ich irgendwie nicht. Das ist ein Titanium Bucket. Hä? I have no idea. So. Ja, den Mod hatte ich mir ein bisschen... Das ist einer der wenigen Mods, mit denen ich schon ein bisschen mehr gemacht habe, weil der unter anderem auch eine Möglichkeit hat, Erz zu verdoppeln. Aber wenn wir das mit Tinker's Construct machen, dann brauchen wir das eigentlich nicht. Hier, ich habe ihn. Also, da braucht man Copper für. Copper aus Tinker's Construct. Ich glaube, da haben wir genug für, oder? Wir brauchen so viel wie für eine Hose. Wie viel sind das?
Bin mir nicht sicher. 7, ne? 7. Mhm. Ich guck mal, ob ich 7 Kappa habe. Wenn nicht, ich habe überall. Ich habe 5. Hast du zufällig noch 2? Kappa. Ja, genau 2 von Mariculture. Ich habe welche von Metal Gurry. Ich hoffe, die gehen einfach durcheinander. Sagst du schon Metal Gurry, nicht Metallurgy. Metal Gurry. Wenn ich einmal angefangen habe, habe ich hier hingeworfen. Wo ist ich hin? Ich habe sie gerade aufgenommen. Ach so, cute. Ja, das ist immer voll komisch, wenn man Items rauswirft, die verschwinden so seltsam. Ich hau einfach mal ein bisschen Kohle rein, wir haben ja genug. Ich hoffe, dass man die einfach so durcheinander mixen kann, weil im VAT, das ist ein Ding, mit dem man sehr, sehr viele Sachen ineinander umformen kann. Zum Beispiel kann man dort Steine reinwerfen, dann werden sie zu Netherbrick, glaube ich, je nachdem, wie man es anstellt. Also man kann verrückte Dinge damit machen. Netherrack könnte ich gebrauchen, einen. Warte, ich guck mal schnell, ob also wirklich was damit Netherrack, ob man das wirklich so herstellen kann. Mana-Infusion wäre das. Durch Mana-Infusion könnte man es... Cool, durch Mana-Infusion kann man mit einem richtigen Katalyst Netherrack verdoppeln, okay? Ah, nee, ich habe nicht im Kopf, was alles damit geht, aber es geht viel. Was war das gerade? Ich habe gerade meinen Hexenkessel gemacht. Ah, das hat sich nämlich sehr eigenartig angehört. Du musst beachten, dass deine Melonen natürlich da hinten in zwei Richtungen wachsen können. Ja, ja. Vergiss es nicht. Kein Problem, hier draußen ist auch schon wieder eine, die ist ready. Boah, ich hoffe, dass das einfach quer durcheinander kombinierbar ist, sonst muss ich mal noch schnell wieder nach unten gehen. Wie viel Eisen habe ich denn noch? Oh, ich kann mir eine neue Spitzhacke machen aus Eisen, das ist perfekt. Was wir alles wieder machen? Ich hab Cheat Mode. Cheat Mode? Du kannst die Sachen cheaten? Ja, achso, ich dachte, wenn anders. Ich habe hier gerade Witches Oven geklickt, ich wollte Rezept gucken, auf einmal habe ich die 64 von den Dingern ins Inventar gekriegt. Okay. Dann gehe ich mal kurz hier auf Receipt Mode. War nicht geplant, so. Das wusste ich gar nicht, dass das auf dem Server überhaupt geht. Ich glaube, ich hatte OP bekommen Anfang. Irgendwann mal. Ah, und dann könnte es natürlich sein, dass es... So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass es mit Mix geht. Ja, es geht. Ich habe einen Wert. Wir haben das Obsidian quasi sicher. Wir brauchen nur noch 3 Lava. Nee, wie viel brauchen wir? Ich muss mal schnell meinen Raum ein bisschen ausbauen. Ey, das ist perfekt. Hast du zufällig noch Clay übrig, den du nicht brauchst? Nee, brauchen wir für Dings. Wir brauchen für die Smeltery halt extrem viel, ne? Ja, ja. Oh, verdammt, da muss man schnell eine Schaufel machen. Total geil, ey. Ich feier das gerade richtig. Das ist das Tolle an Modpacks. Es gibt einfach immer irgendeine Möglichkeit, wie du den Kram zusammenklatschen kannst. Richtig. Willst du irgendwie Lava holen oder so? Ich brauche nur Netherrack. Dann kannst du Lava machen, meinst du? Nein, dann kann ich Feuer machen unterm Kessel. Ach so. Gute halt Frage. Ich hab meinen Flint weggeworfen. Wir brauchen halt irgendwo her, hast du einen Eimer, dann könnte ich auch Lava hochholen. Ich brauche keine Lava, oder brauchst du was? Ich brauche halt 3 Lava für die Obsidian, wenn man in diesem VAT VAT hier... Achso, willst du meinen Eimer haben? Ja, gerne. Dann der Eimer. Okay. Ich muss es halt sehr oft hin und her laufen, das ist der Nachteil, aber es funktioniert. Kann ich allerdings auch nichts für tun. Wir gucken mal nochmal ganz schnell, ob wirklich das Rezept ist. Obsidian. Das Rezept. Rezept. Hier. Wasser und Lava. Jeweils ein Bucket. Ich glaube, ein Bucket sind 1000 Milli, glaube ich. Ja, genau, ein Bucket. Ja gut, dann bedeutet es halt, dass ich ein bisschen hoch und runter laufe. Ich bin nur mal ganz kurz ins Wasser gelatscht, dann kommt schon wieder so ein Dweller raus. Ja, aber die sind doch harmlos. Wir sind inzwischen weit genug zu sagen, ach, die sind doch harmlos. Ja, wenn jetzt gleich wieder irgendwas kommt, keine Ahnung, Boss oder so, dann ist blöd. Und der Clay, die gibt's halt nur unter Wasser, ne? Oh. Ja, richtig, aber vielleicht gibt's auch wieder ein Rezept zum Clay herstellen. Modpacks. Clay, ich guck mal gerade. Kriegt man aus Propolis raus? Kriegt man aus dem VAT raus mit Wasser und Erde. Kannst du bei mir jetzt herstellen. Dauert 15 Sekunden für einen Clay. Kannst du einfach so laufen lassen im Idealfall. Das wäre cool. Willst du das machen? Aber man braucht Molten Dirt für, warte. Da brauchen wir, glaube ich, noch mehr. Bucket of Molten Dirt, genau. Da muss man erst Erde für schmelzen. Und dafür brauchen wir einen Ofen, den wir momentan noch nicht herrschen. Was hat denn der für einen Brennpunkt, Molten Dirt? Kriegt man das raus? Ne, kriegt man nicht. Ich habe gerade schon Clay geholt. Kriegt man raus.
Hab Clay gefunden. Ja, aber wir werden ja eh noch mehr brauchen. Kriege ich das, ne? Schade. Also, ich muss das im Singleplayer ausprobieren, aber theoretisch geht das irgendwie. Haben wir irgendwo in der Nähe zufällig an der Oberfläche Lava? Da müsste ich nicht jedes Mal runterlaufen. Glaube nicht. Okay, wo haben wir denn am besten Lava? Ich glaube, da ums Eck, ne? Ich bin aber echt nicht so viel hier rumgelaufen, ne? Und hab erkundet, also ich weiß ja, es nicht. Das Einzige, was eigentlich passiert, hier ist Lava. Ich hab's gehört. Ah, ein Dweller schon wieder. Da ist zwar ein Endboss drin, aber ich hoffe, dass ich an den vorbeikomme. Ich hoffe es doch auch mal. Ja, ist wieder Clay. Ich brauch's halt, um Clay Flaschen zu machen. Ach so, richtig, ja. Aber vielleicht sollten wir erst... Oh nein, jetzt habe ich ganz, ganz viele von den Dwellern hier. Die knocken mich durch die Gegend. Hä, das ist sehr eigenartig, was hier gerade ist. Auf welcher Höhe muss ich mich denn hier reingraben? Oh, ich habe Eisen gefunden. Das war aber nicht die Idee davon. Nee. Ah, oh. Hier ist ein Endboss. Aber er sieht mich nicht und ich kann ihm die Lava unterm Arsch wegklauen. Das ist sehr geil. Das war der Gangster. Wir sollten uns nicht zu viel auf diese Bosse mit Namen einbilden. Das sind auch nur stärkere Monster. Ja, ja, klar, aber... Und übrigens, der Grund, warum wir jetzt hier aufnehmen, außer unserer Sucht nach diesem Modpack, ist auch, dass wir momentan noch straffrei laufen, wenn wir sterben. Richtig, das stimmt auch wieder. Aber die Frage ist, ob es vor der Aufnahme gilt oder Folgenveröffentlichungen. So, passiert jetzt hier irgendetwas? Ich glaube, es ist nach der Aufnahme. Hoffe ich zumindest, weil es ist ja momentan auch noch sehr einfach hier. Wir sind ja auch momentan... Komm mal zu mir, ich glaube, du kriegst gleich deinen ersten Obsidian. Ja, guck hierher, wie geil ist das denn? Guck's dir an. Clay, man macht einen Rechtsklick drauf. Das Ding hier vorne. Oh, jetzt, ich hab's rausgekriegt. Hast du ein Obsidian? Ja. Geil. Geil. Drei weitere also, noch und dann läuft das. Ja, mach ich schnell. So, und ich brauche mehr Lager. Hast du hier eine unendliche Wasserquelle hier drin? Ja, hast du nicht, ne? Nee, hab ich nicht. Muss ich rausgehen für. Aber ist gerade sicher. Einmal will ich aber wieder haben. Ja, ja. Aber das ist toll mit dem Farbe. Ich muss gucken, was es da noch für Rezepte gibt. Hätte ich mehr Eimer, müsste ich nur einmal laufen. Aber wir haben gerade nicht so viel Eisen, ne? Du kannst schon mal die Obsidian bereithalten und wir brauchen Federn, scheiße. Wir haben keine Federn. Oh Gott sei Dank. Ist mir nämlich gerade so gekommen. Brauchst du? Geh mal mit. Ich habe eine. Warte, ich guck schnell. Hallo? Ah, jetzt. Ein Book. Ich glaube, wir brauchen nämlich mehr. Ich kann Bücher herstellen. Braucht man etwas, was wir nicht haben? Ah ne, braucht man doch nicht. Man braucht Buchseiten, einen String und zwei Blank Pattern. Das haben wir, glaube ich, alles, oder? Irgendwo haben wir schon Bambus gefunden, denke ich schon, oder? Bambus? Zuckerrohrmetze. Nein, das ist Bambus. Nee, Bambus habe ich, glaube ich, keins hier. Aber Zuckerrohr. Auch nicht. Ach so. Scheiße. Bambus. Wir könnten aber die Folge wieder beenden, dann haben wir in der nächsten Folge im Idealfall einen Enchantment Table. Jo, können wir machen. Okay, dann ist das jetzt gerade, glaube ich, ein sehr schöner Zeitpunkt. Ich wechsle in den Battle Mode. Boah, da hätte ich die fast geschlagen, weil ich was ausprobiert habe. Das war blöd. Mein Witch ist offen läuft gerade. Weißt du, was ich als erstes machen will, sobald wir die Smeltery haben? Ich will mir ein Langschwert aus Eisen machen und dann kann ich gleichzeitig das Langschwert aufladen und blocken und dann immer so Sätze nach vorne machen, dabei schlagen. Das ist, glaube ich, ziemlich stark gegen Monster. Okay, ziemlich geil. Ja. Dankeschön fürs Zusehen, oder? Genau. Hab ich angefangen? Ja, ich habe angefangen. Also Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir noch geileren Scheiß mit Mods machen. Ich bin gerade echt happy, das läuft super gut hier gerade. Jo, auf jeden Fall. Dann... Das tschüss. Tschüss. Moment, ich will noch kurz was reintun. Laufen. Tu's. Ich hab's getan. Okay. Ich hab meine ersten Essenzen. Fuck ja. Und tschüss.